Good morning, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFT-Devisenradar am Mittwoch, dem 23. März. Wir schauen wieder auf den Forex-Markt und wie Sie anhand der Headline übernehmen oder ernehmen oder feststellen können, geht es heute um den Euro gegenüber dem Schweizer Franken. Doch vorab will ich kurz das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken mal exemplarisch hernehmen, welches sich hier auch nicht minder in einer sehr, sehr spannenden Situation befindet. Wir haben hier, wenn wir uns mal den großen Wochenchart anschauen, wieder die Unterkante erreicht eines sehr, sehr wichtigen Preislevels. Es geht hier um die Zone um 1,3810 plus minus 20 Pips. Und genau dieses Level ist es aber, wo das Währungspaar in der Vergangenheit bzw. in diesem Zonenbereich bis auf diesen Crash, diese Ausnahme hier vom 15.01.2015, hier sozusagen immer wieder eine Stabilisierung erfolgt. Und wir sehen hier sehr deutlich, dass genau das auch in den letzten Wochen stattfand. Überdies sehr, sehr deutlich zu sehen, und das ist eigentlich auch ein Stück weit des Anstoßes, warum ich das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken kurz in den Fokus hole. Der Ausverkauf, nämlich hier mit diesem riesigen Down-Move hier vom 15.01. wurde relativ schnell wieder kompensiert. Bei nahezu allen Pairs, die hier mit dem Schweizer Franken im Kontext stehen, bis eben auf dem Schweizer Franken, um dem es ja auch hier speziell am 15.01. ging. Also hier diese Korrekturwelle sozusagen bei allen relativ schnell wieder kompensiert, beim Schweizer Franken jedoch nicht gegenüber dem Euro. Wir erinnern uns, die Marke von 1,20 war das Interventionslevel und da sind wir hier gute 1000 Pips noch weg und es sieht nicht danach aus, als würden wir hier jetzt den Anspruch erheben, dies schnell zu relativieren. Daher jetzt zum Euro-Schweizer Franken. Wir sehen hier diesen Ausbruch Ende Januar über dieses Verlaufshoch, welches sich hier aus dem September 2015 ableiten ließ. Die Preise schafften es hier dann nochmal bis in den Bereich 11,50. Dann stoppte jedoch der Impuls und seither sehen wir hier schwächere Notierungen, die mehr oder weniger jetzt hier nach Konsolidierung stecken. Und der Euro gegenüber dem Schweizer Franken hier sozusagen jetzt in einer gewissen Pattsituation. Also es ist nicht wirklich klar, wohin die Reise gehen kann, faktisch, aber lassen sich hier die Rahmenbedingungen gut einfangen. Vor dem Hintergrund, dass, wenn es eben gewisse Impulsbewegungen gibt, Folgesignale ableitbar werden. Wir haben hier auf der Südseite das Level von 1,080, Schrägstrich hier den Support bei 1,076,5, diese Supportzone. Sollten wir es nicht schaffen, diesen Abwärtstrend-Impuls hier zu überwinden, dann ist eigentlich davon auszugehen, dass, wenn wir das gestrige Tagestief unterschreiten, eben hier nochmal einen Lauf sehen in Richtung 0,7650 und es kann dann auch durchaus noch ein Stück tiefer gehen. Also wenn hier gerade die Zone von 0,76 gebrochen werden würde, muss man davon ausgehen, dass es hier weitere Preisschwäche gibt. Das wäre hier sogar in dem Einklang zu bringen mit der Saisonalität. Also hier Schweizer Franken generell stark, auch gegenüber dem britischen Pfund mit Blick auf die nächsten 20 Handelstage. Und dasselbe ist aber auch hier beim Euro der Fall gegenüber dem Schweizer Franken. Denn wenn wir hier sehen, haben wir kurzzeitig so ein Stück weit Stabilisierung, um dann aber letztlich hier gerade bis in den April hinein nach unten abzukippen. Und das passt sozusagen hier auch zur aktuellen Konsolidierungswelle. Es sieht also so aus, als würde der Euro gegenüber dem Schweizer Franken und generell die Paare, die in Schweizer Franken gehandelt werden, hier vor einer neuen Schwäche stehen. Beim britischen Pfund Schweizer Franken hier insbesondere auf die Unterkante achten. Das könnte hier definitiv interessant sein. Dem Währungspaar werde ich mich wahrscheinlich morgen nochmal zuwenden. Aber heute hier, wie gesagt, ein Short-Szenario zu favorisieren. Geht es hier über 1,10 raus, dann hätten wir neben dem Hochs der letzten Woche auch die Abwärtstrendlinie überwunden und dann könnte man, das wäre sozusagen der Alternativplan, durchaus annehmen, dass der Euro hier weiter aufwertet. Das ist aber, wie gesagt, Plan B und wäre jetzt hier nicht der zu favorisierende Verlauf. Was wir heute auch noch dazu haben, deswegen gerade die mögliche Intraday-Schwäche beim Euro gegenüber dem Schweizer Franken am heutigen Tag. Sie sehen es schon hier, die FTSE-Vektor-Logik. Haben wir heute beim Euro gegenüber dem Schweizer Franken ganz klar einen bärischen Bias, sogar sehr, sehr gute oder starke Quoten hier mit 72,1% Trefferquote in 190 Fällen oder hier sogar eine 100% Trefferquote in 9 Fällen. Und dies führte eben hier am entsprechenden Tag mit solchen Verlaufsbewegungen im Vorfeld zu einer Schwäche. Gut, das ist überschaubar, der Euro-Schweizer Franken ist ja nicht hochvolatil unterwegs, aber es deutet sich zumindest ein schwächerer Tag an, das auch hier dann in Einklang zu bringen, zum Beispiel mit der Wochentags Statistik, da sind wir hier zwar auch nicht deutlich im Minus, aber ein leichter Bias zugunsten der Bären mit 49% ist hier dann eben festzustellen und das mit diesem negativen Pattern und der Chart-Situation, die wir hier generell sehen beim Euro gegenüber dem Schweizer Franken, lässt eben genau dies vermuten. Und insofern
Mal abwarten, was der Tag heute noch bringt. Es gilt unter Swing-Gesichtspunkten auf jeden Fall auf das gestrige Tief zu achten, da wie gesagt das Unterstützungslevel bei 1,0890 rund gehalten. Auch der EMA 200, diese rote Linie, gehen wir da nochmal drunter, machen wir insbesondere einen Spike unter 1,0875, dann muss man davon ausgehen, dass es sich hier wohl um eine weitere Schwäche handelt und der Preisverlauf letztlich doch noch nach unten kippt. Das könnte dann hier zu diesem Test der Aufwärtstrendlinie führen, die wir hier seit dem Frühjahr des letzten Jahres im Chart erkennen. Also wenn dann gerade auch hier die Unterstützung bei 1,0765 fallen sollte, muss man davon ausgehen, dass 1,065 ein erreichbares Ziel wäre. Ein richtig starker Support lässt sich hier im Horizontalbereich bei 1,052 erst sogar lokalisieren. Also ergo hier der Euro gegenüber dem Schweizer Franken vor eher schwächeren Zeiten, und genau das ist praktisch das Fazit des heutigen Tages. Warten wir mal ab, wie gesagt, die FTSE-Logik schert auch in Richtung weiterer Tiefs. Jetzt sehen wir hier gerade eine kleine Erholung. Man muss mal gespannt sein, wie weit das noch geht. Achten Sie dabei auch heute hier auf 11 Uhr. Da haben wir den ZDW-Konjunkturerwartungs Index, die Meldung hier aus der Schweiz um 11 Uhr, da wird es spannend. Und da darf man sich mal darauf einstellen, wie der Markt dann hier entsprechend reagiert. Könnte auf jeden Fall Impulse liefern. Insofern auf 11 Uhr geschaut. Wenn Sie mögen, können wir uns heute Nachmittag das nochmal im Detail anschauen. Da nämlich dann das Devisenradar-Webinar, 15 bis 16 Uhr wieder am Mittwoch kostenfrei. Und da werden wir auch andere interessante Währungspaare unter die Lupe nehmen. Auch eine Beschau des US-Dollar-Indexes wagen, um mal hier versuchen zu sehen, wohin denn hier die Reise beim Dollar eigentlich noch gehen könnte. So, dann, liebe Zuschauer, wären wir auch schon für heute durch. Das Devisenradar, beziehungsweise ich verabschiede mich, wenn Sie mögen, wie gesagt, heute Nachmittag. Ansonsten hören wir uns morgen 9:30 Uhr wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.